Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Das könnt ihr leider noch nicht sehen, denn ich bin der FireStormLP und ich möchte euch etwas sagen. Das ist jetzt ein nachkommentierter Part, da ich, wie gesagt, Probleme mit meiner Aufnahme hatte. Der Part liegt schon länger zurück, das habe ich schon vor langer Zeit aufgenommen, nur es gab Probleme, ich konnte nicht so viel aufnehmen, ich konnte gar nichts aufnehmen eigentlich und ja, ich hatte auch, wie gesagt, keine Zeit und auch zu rendern ging nicht sehr gut, hatte ich keine Zeit zu und deswegen tut es mir auch leid, dass sehr wenig gekommen ist. So. Ich denke aber, wir steigen jetzt wieder ein. Wir sind hier auf dem Weg zu dem FBI-Gebäude, eine FBI-Mission zu machen für das Bureau. Wir stellen hier unseren Wagen ab und gehen dann auch auf die Zielmarkierung zu. Wir spielen hier Michael, falls sich jemand noch erinnern kann. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, erstmal nochmal kurz schnell speichern. Gehört immer dazu, ist wichtig, denke ich auch. Kennt jeder von euch. So, dann gehen wir jetzt auf den Zielpunkt zu und würde ich sagen, machen die Mission. Das FIB, wie man hier sieht, drei sind eine Gruppe, heißt die Mission. Und ja, IAA und FIB. Genau. Jetzt gehen wir hier zu dem Punkt, begib dich zu Dave. Der sitzt hier mit zwei anderen Leuten, wahrscheinlich auch vom FIB. Das werden wir jetzt aber noch herausfinden. Und dann sage ich euch schon mal viel Spaß bei der Zwischensequenz. Hey Michael. David. Well, isn't this nice? You didn't tell me we were double dating. Sorry, guys. This burning hunk of love is all mine. Brilliant! Steve Haynes, amigo, but you probably knew that already. Sorry, your name tag must have fallen off. Oh, duh! I love it! I gotta remember to write that down. And to shoot you in your head, you annoying dick. Andreas, taking notes? This stuff? Whoa! Pure magic. I should put it on my show. Have you seen my show? You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? So, well done with our friend, Mr. K. My pleasure. I love helping our government wage war, especially with itself. But you made a mistake. Did I, Cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? The joke stopped now, pal. You will show me and my team some respect. Maybe you could define team for me. Is that just the three of you? Or the greater FIB? Or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. And why don't you start with me, genius? You got it, pal. We have received intel that they're keeping Mr. K at the local agency station. I just dealt with that guy. The agency is stepping up their questioning because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he blabs. I did what Agent Norton said. Then I guess you getting involved with a clapped out old agent who's been living off of past glories was your first mistake. You are my boy now, amigo. My career depends on this. And that's very important to me. So seeing as we're all boys now, that makes it important to you. Now run along, kids. See, there you go, Dave. You can't teach an old dog new tricks. Come on. So, jetzt sollen wir in Daves Auto steigen und mit Dave die Mission ausführen. Das heißt erstmal jemanden rausholen. The Bureau owns a lot out in East LS. Covington Supplies off El Rancho. Can you take us there? Yeah, sure. Sounds nice and secluded. Kind of place you'd run an off-the-books operation, huh? So what? So I bet federal ain't on the deed, that's so. And we all like our federal government open and transparent. Except when closed and opaque suits you better. Hey, I'm just a puppet. You're the one pulling the strings. Nice car. Taxpayers treating you right. Ja, mach noch kurz hier den Marker weg, der hier war. Und los geht's, würde ich sagen. I need you to make a couple of calls. Get some people on board. First guy is Franklin Clinton. Hey, I barely know that kid. He's fixing up my car. Call him or we'll send some G-men to his aunt's house. Okay. Okay.
Okay, dann rufen wir mal an. Franklin, tut mir leid. Michael, this ain't the best time. I'm kind of busy. Hey, sorry about that. Listen, you know that thing we talked about before? It's happening. I need you to come to a lot off El Rancho, not far from where we met before. All right, that's cool. I'm in LS anyway. Now, Trevor Phillips. Oh, you're crazy. I ain't calling him. I thought you might say that, so we had him picked up. That's a dumb move, Dave. Real fucking dumb. Just worry about the plan, okay? Getting Mr. K out of the IAA station. Clinton is going to be positioned across the street, keeping an eye on the proceedings. Phillips flies you in, you rappel down, make the extraction. And I'm the best guy you got for this. With you, we've got good leverage. Great! And you brought Trevor in. We're telling him I'm all cozy with the FIB. You'll need discreet support. We'll maintain control of the situation. Discreet? Control? Yeah, good luck controlling discreet Trevor. Yeah, I wonder how controllable and discreet he'll be when he sees the guy who killed me and put Brad in jail. Maybe I'll hang back. Yeah, that might be a good idea. Ja, das wäre bestimmt eine ganz gute Idee. Und deswegen sind wir auch schon bei El Rancho. In der El Rancho. Und, ja, wen sehen wir denn da? You know what? You better keep a low profile. Yeah, I think I will. See you later. Who's that cagey motherfucker, huh? No, it's another cagey motherfucker, all right? Not you! Hey, T, enough with the faux political bullshit. Franklin. Come on, you better take off. Really. Shit, I'm good. I ain't bailed. Whoa. What, am I detecting some sort of, son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen. If you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. All right, guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we're gonna walk away from this thing clean. Got it? I got you. All right. And we do this, and they help us spring Brad, right? Yeah. We'll talk about Brad later, all right? I gotta change. You better grab a head start. Nice to meet you, homie. Yeah, whatever. The government gimp at last. Bite me. Let's go. All right, let's do this thing. Na, super. Ja, jetzt müssen wir zur Hauptquartier der Agency fliegen. Und ich muss schon sagen, ich bin nicht der Beste im Fliegen. Das kann man ruhig so behaupten. Sometimes I guess you gotta make compromises. What happened to dying with a gun in your hand? Life happened. Annoying wife, two kids. Remember them? You get tied down, you can't move anymore. What about your ties to me? To Brad? Those ties are why you got roped in on this FIB instigated suicide pact. For as long as it keeps me amused, I am. I ain't exactly sure it's gonna be amusing. We'll see. You know, you had me at suicide pact. Jo, da vorne ist auch schon das IAA-Gebäude und natürlich auch das FIB-Gebäude, aber wir wollen ja zum IAA-Gebäude. Ja, fliegen kann ich nicht so gut, aber naja. Mal gucken, wie das klappt. Ob es direkt beim ersten Mal klappt, I don't know. So, noch ein Stückchen.
We're too far from the wall. You fuck around while I'm out there. I'll climb back up this rope and strangle you with it. Yeah. Okay, jetzt müssen wir uns abseilen. Immer ein Stückchen. Okay, here we go. Don't screw with me, T. Dass sie uns da auch nicht bemerken. Echt komisch, aber naja. Your ass, your tonsils will be playing shadow puppets. You think we can't do that? We can. It's in our guidelines. I don't know what you're talking about. I install cinema equipment, not surveillance. Grab his other arm. No. You think you're impenetrable? See how you feel when this is 18 inches deep inside. Get the lube. Actually, fuck. Who the fuck is this? Terminate him. Close this problem right now. Yeah, I can use a little backup here. Get me the station chief. I'm not finished with. So schnell zu Franklin wechseln. Komm. Endlich wieder Sniper. I got you. So, wo ist der Typ jetzt? No. We got a window, T. Pull us out. They're extracting the asset. Ah! We got the sniper in the adjacent building. So, jetzt wieder zu Michael wechseln. Komm, mit der Gefechtspistole heißt sie, glaube ich. Vollautomatische Pistole. Ich finde vollautomatische Pistolen immer cool. Snipern. Bin ich der Beste da drin, muss man sagen. So, den Helikopter hätten wir auch. Aber wieder zu Michael. I'm not a... I don't care who you are. Then why are you doing this to me?
Hey, hold tight. I got some friends with the Bureau. They'll explain everything. You saved me. Thank you. Thank you. Don't mention it. The Bureau. The FIB. They will make everything okay. I'm sure. Don't worry. They'll look after you. The things those people did to me. I'm an American citizen. Yeah, well, that don't seem to matter too much. So, jetzt sind wir auch schon bald da. Genau, wir sind eigentlich schon da. Jetzt nur noch runter. Ich habe jetzt extra Trevor ein bisschen fliegen lassen, damit wenigstens auch gut wird. Aber naja, ich denke, man kann da auch selbst fliegen. Es gibt da auch wirklich gute Piloten. Also Pietsmiet kann da ganz gut fliegen und so. Also Pete von Pietsmiet kann eigentlich ganz gut fliegen, denke ich zumindest. Also sieht das zumindest aus. Und so, deswegen. Naja, ich bin da nicht der Beste drin. Keine Ahnung. So, jetzt sind wir auch schon da. Das FIB. Die Leute stehen da auch schon. Alles klar. Wo sind wir? Wir gehen easy on. Thank you. Oh my God, you saved me. Hey, I said easy. Oh, come on, give the guy a break. I will get out of this shit. In bed with the Bureau and a new running buddy. Yeah, he's more of a protege. Yeah, what, you gonna teach him to be old before his time? Yeah, to never grow up. That seems like a good kid. Huh? Michael, look at this, huh? New city, new set of problems, but the idiots, they stay the same. Yep, I guess. All right, Trevor, I'll see you later. Oh, you better believe it, buddy. Ja, die immer noch die gleichen Probleme. Neuer Start, neue Probleme, beziehungsweise immer auch wieder alte Probleme, wenn man das so sehen möchte. Und naja, speichern, automatisch speichern, natürlich klar. Bestanden, drei sind eine Gruppe, natürlich nur 50% Bronze, weil wir nichts geschafft haben. Kopfschüsse haben wir zu wenig verteilt, Treffgenauigkeit haben wir zu wenig, Missionszeit ist zu lange. So, neuer Kontakt haben wir Steve. Sondern erstmal hier das Dach öffnen, denn wir haben ja das perfekte Auto dafür. Ja. Jetzt, was machen wir jetzt? Mal, denke ich, auf die Karte schauen. Und, genau, jetzt auf die Karte schauen und gucken mal, was es so gibt. Gerade in der Nähe. Und wie ich, wie es aussieht, nicht sehr viel. Beziehungsweise man sieht hier vielleicht noch eine Mission mit Franklin. Gibt es noch was? Natürlich noch ein paar Missionen mit Trevor, aber auch noch welche mit Michael. Also die sind alle dabei. Und deswegen haben wir eigentlich die perfekte Auswahl, die perfekte Vielfalt, was wir als nächstes machen werden. Und ich werde euch noch nicht sagen, was wir machen, denn ich habe ja danach das auch schon aufgenommen. Ich habe noch was, ich denke mal so, ein paar Parts habe ich noch und denke ich, die werde ich jetzt auch noch ändern und so. Boah, denke ich schon. So, jetzt erstmal nochmal E-Mails gucken. Schnell speichern, meine ich. Und dann, sollte ich mich schon verabschieden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen wir relativ zum Ende diesen Parts. Ich meine, wir haben jetzt schon gut 20 Minuten schon fast. Naja, also 90 Minuten, 25 Sekunden. Aber naja, das ist ja kaum ein Unterschied. Also, ich sag dann schon mal, ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und lasst ein Kommi da, was kann man noch verbessern generell oder was wünscht ihr euch so generell. Oder schreibt einfach, wie es euch gefallen hat, keine Ahnung, irgendwie einen Kommentar schreiben, das wäre nett. Außerdem könntet ihr, wenn ihr immer up-to-date sein wollt und immer die neuesten Videos direkt auf eurem
Abo-Feed sehen wollt von mir, dann könnt ihr auf Abonnieren drücken. Natürlich vergrößert sich meine Community, das wäre natürlich geil. Außerdem könnt ihr das Video auf sozialen Netzwerken teilen, damit ich noch mehr Zuschauer bekomme. Das wäre natürlich das Höchste der Gefühle. Und ansonsten sage ich nur noch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns entweder bei einem anderen Projekt, nämlich Assassin's Creed Brotherhood, GTA 5 oder NBA 2K14 oder sonst noch irgendeinem anderen Projekt. Also freut euch drauf, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. So. Ciao.